Willkommen zu einer weiteren Runde Samstagsgeschichten. Samstagshit. Heutiges Thema. Unboxing. Ja, ich wollte auch mal cool sein und Unboxing machen, weil ich... Also ich finde das ehrlich selber ganz schön interessant, was andere Leute so für Hardware haben. Und weiß, dass ihr auch immer fragt, was ich so für Hardware habe. Und da habe ich einfach mal die Gelegenheit ergriffen, um euch meinen neuen Monitor vorzustellen. Ja, jetzt bin ich ein ziemlicher Profi, was Unboxing angeht. Ich fange jetzt an. Heute Unboxing. Unboxing. Ne? Hält. Ja, wir fangen jetzt an. Es kommt. Aller Anfang ist schwer. Ein früher Januar. Ja, Unboxing. Fertig. So, es handelt sich dabei um einen ISO-Monitor und zwar um den guten Forus FS2434. Link dazu ist in der Beschreibung. Ich glaube, es gibt da sogar auf der Homepage von ISO noch ein Gewinnspiel, wenn ich das richtig gesehen habe. Egal, ich habe mir den erstmal grundlegend zugelegt, da er besonders für MOBAs geeignet ist. So, also, wir fangen mal an. Es gibt eine Fernbedienung. Wunderbar. Krasse Fernbedienung! Dann gibt es natürlich die Anschlüsse. Ja, schöne Kabel. So, dann kommen wir der Sache mal näher. Jawohl. Das ganze Teil hat 24 Zoll. Ja, ich hole den mal raus. So. Ja, also 24 Zoll, hat einen extrem dünnen Rahmen, ich glaube nur 6 mm, ja. Also auch gut, wenn man mehrere Bildschirme benutzt. Hier, seht euch das an. Der hat einfach gar keinen Rand. Null. Der hat einfach gar keinen Rand. Der hat null Rand. Ja, also, zack, hier, so. Forus FS2434. Wir gehen der Sache jetzt ein bisschen mehr aus für den Grund. Ich packe hier nochmal den Rest aus. Dabei ist nämlich noch natürlich ein Fuß.
Ja. Schöner Fuß hier, zack. Schön. Ja. Und eine Anleitung mit etlichen Schrauben. Ja, was heißt etlichen? Jawohl, das war's. Alles klar. Dann würde ich sagen, baue ich den jetzt mal auf und erzähle euch ein bisschen was zum Monitor. So, die Montage war jetzt nicht gerade schwer. Da ist er. Man kann den natürlich auch ein bisschen kippen. Hier, kann man sehen. Anwinkeln, ja. Und natürlich auch noch rein und rausfahren. Wenn ihr da mal hinguckt, ja, kann man reinfahren und natürlich wieder rausfahren. Und ja, kann man den nach Belieben anpassen. Und hier sieht man auch nochmal, der hat halt echt null Rand. Einfach null. Ich würde sagen, wir schauen uns den jetzt mal in der Praxis an, ja, wie League of Legends zum Beispiel darauf läuft. So, also man kann das Ganze mit einer Fernbedienung steuern. Das finde ich persönlich sehr angenehm, da einfach die meisten Monitore oder eigentlich bisher alle Monitore, mit denen ich Kontakt hatte, nur hier irgendwie rumgefrickel war im Menü und irgendwie dann mit dem Plus. Ihr kennt das alle. Hier hat man jetzt endlich mal eine Fernbedienung. Da kann man alles Mögliche einstellen, zum Beispiel auch auf welchem HDMI-Anschluss der läuft und so weiter. Ich habe den jetzt mal für mich ein bisschen so eingestellt. Man kann halt gewohnt alles einstellen, Kontrast, Farbe, alles Mögliche. Das Besondere an diesem Monitor ist, dass er halt noch diese bestimmten drei Modi hat. Einmal Smart Insight 2, das ist halt das perfekt für das Gameplay gewisse Stellen aufgehellt werden. Also Helligkeit und Farbsättigung werden automatisch erhöht. Das müsst ihr euch mal vorstellen. In-game. Ja, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, man ist hier an einer dunklen Stelle und hier passiert irgendwas, dann wird da automatisch Helligkeit und Farbsättigung erhöht. Automatisch. Ja, dann außerdem unterstützt der Monitor noch so eine sogenannte Smart Resolution. Das heißt, dass selbst Spiele und Videos halt mit einer extrem geringen Auflösung deutlich schärfer werden. Auch sehr nice, gerade wenn man zum Beispiel mal alte Sachen gucken möchte. Alte DVDs oder wie auch immer. Und dann Smart Detection. Und Smart Detection ist quasi das Programm, was die beiden Elemente steuert. Also dieses automatisch Aufhellen und Farbsättigen und die Schärfe. Das heißt, Smart Detection steuert das automatisch, während da Sachen passieren. Und das ist der Grund, warum ich diesen Monitor auch so geil finde. Und das ist auch der Grund, warum er speziell für MMORPGs und MMOs gemacht wurde. Und das ist auch der Grund, warum ich den jetzt habe. Also für alle Nerds und Hardware-Geeks und so da draußen, glaube ich mal, was richtig interessant ist. Denn dieser Monitor kann halt mal ein paar Dinge, die wirklich ihn von anderen Monitoren unterscheiden. Also wirklich der Kontrast und die Helligkeits- und Farbsättigungsunterschiede. Ihr kennt ja diese Gamerbrillen, ja, wenn ihr LCS guckt oder so, da hat das der ein oder andere Spieler. Die sind extra dafür da, dass Kontraste, Farbsättigung, Helligkeit und so alles ein bisschen angepasst wird, beziehungsweise fürs Gaming angepasst wird. Und der Monitor hier macht das einfach mal automatisch. So, hinzu kommt, dass der Monitor eine extrem geringe Verzögerung hat. Also extra auch wieder für Gaming. Gerade in Ego-Shooter-Bereichen, glaube ich, ist das besonders vorteilhaft, dass man halt eine extrem geringe Verzögerung hat. Ja, dann das Ding hat natürlich auch noch Garantie. 5 Jahre. Ist vorteilhaft, damit zum Beispiel sowas hier nicht passiert. Passiert manchmal. Brauchen wir jetzt nicht. Ist auch Garantie drauf. Ich muss nur mal einschicken. Ja, also Fazit für mich. Der Monitor hält, was er verspricht. Das, ich habe damit jetzt hier mal ungefähr 2 Stunden jetzt ungefähr gezockt. Also 2 League of Legends Games. Es ist jetzt nicht so ein übertriebenen Unterschied, aber es fällt einem halt doch schon auf. Und das bei einem Monitor. Wenn ihr das Ganze gut fandet, so Unboxing, Hardware, Vorstellung und. Ich könnte zum Beispiel meine Maus vorstellen oder, keine Ahnung, so ab und zu mal. Dafür ist ja Samstag-Shit da. Wird jetzt nicht nur noch Samstag-Shit irgendwie so Hardware-Vorstellungen kommen oder Unboxing. Ich wollte es einfach nur mal ausprobieren. Der Aim hat das zum Beispiel auch gemacht. Und ich dachte mir, warum nicht? Ist ja vielleicht ein interessantes Thema, gerade auch für die Älteren unter euch vielleicht. Oder für die, die sich dafür speziell interessieren. Wie gesagt, ich werde andauernd gefragt. Hey, welche Headset hast du? Welche Maus hast du? Welchen Bildschirm hast du? Welche Webcam benutzt du? Welches Mikrofon benutzt du? Warum, hältst du eine Rede, wo du das Aerofibelserat rollst? Ja, und jetzt mal eine Antwort. Monitor haben wir. Ja, wenn es gut ankommt, gebt mir Feedback. Dann
kann sowas durchaus nochmal kommen. Ansonsten wird natürlich wieder ein Samstag-Shit richtig viel rumgetrollt. Maxim müssen noch die Haare abrasiert werden. Dann wollt ihr ein Hair-Tutorial von mir und Perik, habe ich gehört. Und ich will auch nochmal kochen. Und Unkraut haken. Jeden. Hacken. Unkraut hacken. Also das war ein weiterer Samstag-Shit. Lasst ein Like da, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr den Monitor findet oder ob das für euch ein Grund wäre, sich für den zum Beispiel zu entscheiden, weil das war es halt für mich, ja, diese spezifischen Gaming-Spielereien, nenne ich es jetzt mal. Ja, mich hat er überzeugt in der Hinsicht und ihr könnt ja mal darüber debattieren, wie ihr so eine Gadgets, sag ich mal, wie ihr die nützlich findet oder was ihr für einen Monitor habt und was der so kann. Ja, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein! Oh mein Gott! Ich muss mich bewegen! Man kann dadurch viel besser zocken. Oh. Tschüss.